Jetzt sprechen wir über Hertha BSC Berlin. Lars Windhorst, das wissen Sie alle, ist mit 374 Millionen dort investiert. Und dass er nicht zufrieden gewesen ist mit dem ehemaligen Präsidenten Gegenbauer, ist auch kein Geheimnis. Was jetzt neu berichtet wurde gestern, zunächst von der Financial Times, ist, dass Windhorst eine israelische Sicherheitsfirma beauftragt haben soll, um eine Anti-Gegenbauer-Kampagne zu orchestrieren und dabei auch mit Familienmitgliedern, mit Kollegen von Gegenbauer unter falschem Vorwand zu sprechen, um mögliche Angriffspunkte zu erfahren. Also ein Vorgang, sollte er so gewesen sein, einmalig in der Bundesliga. Auch das gehört dazu. Die Windhorst-Seite sagt, das sei alles kompletter Unsinn. Herausgekommen sind diese Vorwürfe, weil die israelische Sicherheitsfirma gerade 5 Millionen Euro Honorar eingeklagt hat in Israel. Sie sagten 1 Million für den Aufwand, 4 Millionen als Erfolgsprämie, weil Gegenbauer ist ja zurückgetreten im Mai diesen Jahres. Gestern dann war die Klage plötzlich geschlossen. Das deuten einige so, dass es dort zu einem Vergleich gekommen ist und bezahlt worden ist. Aber bislang dementiert die Windhorst-Seite offiziell, dass dort nichts dran sei. Wir wollen uns noch einmal anhören den Auftritt von Lars Windhorst hier bei Bild TV in der Lage der Liga am 20. März. Denn das war auch genau in dieser Phase, in der laut israelischer Sicherheitsfirma das Ziel war, Gegenbauer öffentlich zu attackieren. Mir ist klar geworden, nach leider wenigen Monaten, dass einfach unter der Führung von Herrn Gegenbauer es sehr, sehr schwierig ist, als Team gemeinsam etwas zu erreichen, zu besprechen und zu kooperieren. Weil mein Eindruck, der sich verfestigt hat in den letzten Jahren, ist der, dass es für Herrn Gegenbauer sehr stark ein persönliches, ich nenne es mal Spielzeug ist. Er ist seit über 10 Jahren Präsident und mir ist klar geworden, dass er nicht alles nur tut, um einfach den Erfolg des Vereins zu herbeizuführen, sondern eben sehr stark, um den eigenen Machterhalt zu festigen, den Machterhalt zu betonen. Und da gibt es Seilschaften, da gibt es aus meiner Sicht Klüngelei. Und das ist wichtig, glaube ich, für viele, wenn sie Mitglied sein wollen in Gremien, dass sie ein enger Vertrauter oder zumindest sich eng mit Herrn Gegenbauer stellen. Und das ist nicht unbedingt immer der Fall. Ich bin nicht gegen das gesamte Präsidium, was behauptet wurde, überhaupt nicht, sondern ich bin ganz klar gegen die Spitze des Präsidiums und seine Gefolgsleute. Und das sage ich auch jetzt das erste Mal so deutlich nach so langer Zeit. Ja, also Lars Windhorst am 20. März mit öffentlicher Kritik an Gegenbauer, was ja völlig in Ordnung ist. Also man darf und soll sich streiten und um die bessere Idee auch für einen Fußballverein ringen. Herr Reif, jetzt sind diese Vorwürfe, will ich sie nennen, stehen im Raum. Wie gesagt, die Windhorst-Seite sagt, es sei kompletter Unsinn. Ich selbst habe diese Akte auch eingesehen, die da vor dem israelischen Gericht liegt. Das sind mehr als 100 Seiten, in deren sehr, sehr präzise beschrieben wird, was angeblich alles getan wurde, um Gegenbauer zu diskreditieren. Jetzt ist das Ganze in der Welt, weil es berichtet wurde, zuerst von der Financial Times. Wie geht Hertha jetzt damit um? Denn einfach zu sagen, ja gut, Windhorst hat gesagt, stimmt nicht, ist, glaube ich, bei dem Ausmaß dieser Vorwürfe ein bisschen zu wenig. Auch wenn Hertha dafür ja nichts kann, denn sie sind nicht beteiligt. Weder der aktuelle Präsident Bernstein noch Geschäftsführer Bobic. Wollen wir nicht noch ein bisschen über Nagelsmanns Pressekonferenz? Leider nein. So, weil als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, nee, nicht. Ja, wie geht man damit um, weiß ich nicht. Allein schon, dann Sie sagen, man kann sich streiten. Ich setze da noch ein bisschen früher an. Also ein Investor kommt. Der kommt ja nicht, fällt ja nicht über das Olympiastadion her. Also der springt ja nicht mit dem Fallschirm ab, sondern man setzt sich zusammen und sagt, pass auf, das ist meine Idee. Wie seht ihr das? Will der Club nicht? Und dann kommt es dann irgendwann mal, stellt Windhorst fest, also, da ist ein Präsidium, das mit dem kann ich gar nicht, oder das sind nur Seilschaften. Obwohl man vorher gesprochen hat. Ja, und wenn ich so viel Geld investiere, dann würde ich vorher erklären, dass das nicht irgendwo und bei Leuten landet, die es dann nicht vernünftig umsetzen. Aber das ist doch von Anfang an vergiftet in vielem.
So, und jetzt sagten wir doch alle, jetzt hat sich's erledigt, jetzt hat diese Seite, also die Windhorst-Seite hat jetzt die Oberhand und die anderen treten zurück und jetzt müsste man doch sich in Ruhe, jetzt gut, stellen wir im Nachhinein, aber wie gesagt, alles konjunktiv. Sie sagen berichtet ist ein großes Wort, denn berichten kann ich Fakten, also so verstehe ich berichten. Noch sind es Behauptungen, es ist viel Papier, kann nicht nur alles aus der Luft gegriffen sein. Es spricht, also machen wir es so, was sicher ist, es spricht dafür, dass bei Hertha wir wieder nicht über nächste Spiel reden oder das letzte Spiel reden, sondern wir reden darüber. Wie kannst du in einem solchen Umfeld halbwegs erfolgreich Fußball spielen? Das ist die große Frage. Wie gehen Sie damit um? Ich kann nur hoffen, dass Sie alle Beteiligten das Zeug lückenlos aufklären. Weil wenn da was bleibt, hast du ein Giftfass, das immer noch leck ist offenbar und dann bei Bedarf auch noch ein bisschen mehr leckt als vorher. Und dann hast du eine Atmosphäre, so kann kein Profifußball funktionieren. Sorry, also zumindest nicht nach meinem Verständnis. Sollte sich erweisen, dass an diesen Vorwürfen was dran ist, also dass Windhorst tatsächlich eine Sicherheitsfirma beauftragt hat, um eine Anti-Gegenbauer-Kampagne zu orchestrieren, ist dann überhaupt eine weitere Zusammenarbeit noch denkbar? Müsste man dann schnell einen Weg finden, um dieses Investment zu beenden? Schnell einen Weg finden oder schnell Geld finden, um zurückzuzahlen? Erstmal jemanden finden, der bereit wäre, das zu bezahlen. So. Und der es hat in der Größenordnung. Das alles ist Wasser auf die Mühlen auch der 50+1 Verteidiger, weil sie sagen, schau, so läuft das dann. Natürlich läuft das nicht so, sondern das muss man von Fall zu Fall begucken. Diese ganze Konstruktion ist mir ein Rätsel. Ich krieg das im Kopf nicht geregelt. Ich weiß auch nicht, zu welchem Zeitpunkt jemand dann beschließt, so jetzt muss ich eine Kampagne reiten. War Gegenbauer nicht sowieso auf dem Weg raus aus der Geschichte? Weiß ich nicht. Oder hat er immer noch versucht, Windhorst zu verhindern, permanent, auch noch in den letzten Monaten, und das Geld aber genommen? Das sind Fragen, die sind so hirnrissig, dass ich sage, nochmal, lass mich wirklich abhauen in die Ecke. Wie willst du so, oder andersrum, wo steht Hertha, wo stand Hertha letzte Saison, wie viele Punkte holt man mit so einem in einem solchen Umfeld? Und ich fürchte, das bildet genau das dann ab. Genau so ist dann ein Club wie Hertha. Und wir kommen jetzt, glaube ich, zur Union. Man hätte es sich nicht schöner malen können. Die machen Pressekonferenzen und brauchen keine irgendwelche Firmen, die irgendwas machen, sondern da ist Urs Fischer und noch einer. Und ich glaube, bei Union kann man auch nicht fassen, wie sich Hertha seit ungefähr 2 Jahren selbst zerlegt. Und man ich kann mir noch immer vorstellen, dass die sich freuen darüber. Als Berliner müssen die doch selber sagen, oh, bitte, bitte, bitte nicht, lass uns nicht darüber reden. Es ist wirklich, das ist so jämmerlich. Und immer, wenn du denkst, jetzt haben sie es doch, jetzt ist vorbei, jetzt lass mal gucken, jetzt lass ich mal langsam Hertha. Langsam irgendwo einen Zipfel packen und dann Fußball spielen. Da haben wir jetzt wieder dieses Thema. Ich weiß gar nicht, gegen wen die morgen spielen. Und ich möchte es auch, ehrlich gesagt, gar nicht so furchtbar wissen. Hertha spielt gegen Hoffenheim. So viel zur Chronistenpflicht an der Stelle. Also das Thema Windhorst und Hertha, das wird uns in den nächsten Tagen weiter beschäftigen. Wir wissen, dass auch Hertha offenbar jetzt schriftliche Stellungnahmen von Windhorst einfordert, in denen dezidiert beschrieben wird, was passiert ist oder was eben nicht passiert ist. Ja, und das muss auch sein. Also wenn da was übrig bleibt, aber dann gebe ich auf.